Oh nein, jetzt habe ich die falsche Munition dabei. Verdammt. Ein Gutes haben die Briten aber. Bei den Briten kannst du keine Munition im Turm lagern. Niederrhein. Weil ich nicht weiß, was dieser Kasten hinten drin ist da, der im Turm drin hockt. Guck mal, hier ist unser Niederrhein, hinter dir fährt er her. Der aus dem Forum, der mit seinem Kumpel seit 127 Seiten einen Monolog führt. Ja. Ah! Ist brutal. Why I can't have Cromwell? Tja, guck dir mein Video an, lern Deutsch und dann weißt es warum. Reib. Cromwell's only available in Russia. Yeah. Was spielen wir hier eigentlich? Ach, ich sehe den Cap-Punkt jetzt. Die es alle nicht raffen, dass sie überhaupt kein Beta-Tester sein müssen, aber gut. Ja, ramm mich, genau so ist... Ja, so ist schön. Immer wieder, nimmer wieder. Da unten kommt ein... Kai Chin must rave your wallet. Unten stehen 2 Tier 34. Dollar. Fuck, ich hab noch Gras an, Kacke. Eigentlich auch immer erst im Gefecht. Aua! Der T-34 da vorne kaputt? Nee. Nee, der lebt noch. Na Vorsicht, hier kommt Ari runter. Hast du ihn? Ja. Da ist aber, glaube ich, noch einer da. Ah, ne, der brennt auch. Schon gut. Brennen beide. Aua, aua! Warte mal. Irgendwer hat hier gerade einen von... Ach, da unten steht noch einer. Ich werde beschossen. Ich weiß. Von wo? Ich guck gerade. Hat mir die Kette vorne links abgezogen. Da hinten eine Su. Ach du heilige Liese. Wo? Ah, scheiße, ich kann nicht drauf wirken. Aber siehst du sie jetzt? Nee, ich kann nicht drauf wirken. Die ist hinter dem... Jetzt hat sie zurückgesetzt. Okay, ich guck mal vor. Piepel, wo bist du überhaupt? Er ist rechts von uns oben am Hügel. Ja. Ich weiß ja nicht, warum ich da eingestiegen bin. Ich hab mich gerade mit einem KI-Panzer gebattelt. Was ist da bei dir, Raboon? Da war ein T-34, ist schon weg. Da auch Gegner? Nicht viele. Ja? Irgendwie... Hab ich irgendwie auch noch so das Gefühl, oder ist die 57mm Kanone wesentlich stärker als die vom...
als die vom T-34. Wir haben doch eine 75 mm drin. Ja. Nein. Doch. Nee, ich rede vom T-34-57. Wir haben keine, wir haben nur 57 mm drin. Nur Abschusshilfen hier. Was? Wieso treffe ich? Hä? Spawnschutz. Ach ja, da war ja was. Martin kriegt sie wieder alle. Da hat mich ja auch im Popo geschossen. Yeah. Stehen sie da oben alle in Reihe und Glied und warten nur darauf, den wehtun zu dürfen. Wo ist denn überhaupt dieser ominöse Cap? Ach, da oben. Hallo Valentina. Also Flugzeuge werden jetzt auch keine mehr kommen. Dass ich aber alle den Achilles gekauft habe. Ist glaube ich auch ein sehr, sehr guter Panzer. Was? Kannst du im RB wohl gebrauchen, ne? Ja. Flachdauer, 2 Minuten 4. Ha! Talisman, ich kriege immer nur Gutscheine. Talismänner habe ich auch immer nur mal so zwischendurch mal so ganz selten mal gekriegt. Ich probiere jetzt mal gleich. 6.3 ist halt doch brutal. Das sagt man dem Leopard-Fahrer, dass dir seine Panzerung nicht in Ordnung ist. Ja, das sagt das nochmal und... links oder rechts? Also oben oder unten? Oben. Wir spielen Engländer. Hill down. Yes, baby. Welche Munition nimmt man bei dem Achilles? Dort MK8. Bitte, die mit der du schießen kannst. Meistens ist die erste Munition immer noch mit die beste.
Auch bei den ganzen anderen Munitionsarten, die du erforschst, die haben alle weniger Penetrationswerte. Die verlieren zwar nicht so sehr an Kraft. Aber Splitter, oder? Die haben alle nur Splitter. Ja, aber die haben mehr Splitterwirkung, oder? Ja, aber die haben halt die Penetration ist halt geringer. Kommst halt, was weiß ich. Bei der Cromwell Standard Munition ist die Penetration bei einem Winkel von, was war das, ich glaube 0 Grad oder 10 Grad, geht die, glaube ich, von 136 mm bis auf 60 mm runter, je nach Entfernung. Und dann hast du Munitionsarten, die gehen bei 120 mm los, hören aber dann bei 90 mm auf. Guck, ich vergleiche die meistens immer bei 500 Meter. Guck ich normal immer. Ja. Ja, über 2000 Meter schießt ja auch keiner. Meiste. Ziel. Ha? Wo? Scheiße, wie nenne ich ihn das jetzt? Der müsste jetzt sein im Bereich E3. E4. Okay, dann ist er hinterm Hügel. Der fährt zum C-Punkt, zum ehemaligen oder normal da. Fährt jetzt langsam den Hügel hoch. Man kann so gerade eben die Turmspitze sehen. Ich schieße einmal in die Richtung. Achte mal drauf. Da, zwei Stück, drei Stück. Rechts. Ah, du hast einen besseren Treffer. Ja, gesehen. Vorsicht, von der rechten Flanke kommt auch noch einer. Ich glaube, der wird uns umfahren. Fahr mal hin. Ja, obwohl, da fährt schon einer hin. Treffer. Ah, ich kann hier nicht wirken. Verdammt. Bestätigt, das gibt's. Da stehen zwei. Komm nicht durch. Bestätigt. Flakpanzer. Crit. Mal durch den Turm, das ist unglaublich. Ziel unbeschädigt. Treffer. Irgendwo ein Panzerwerfer. Abschusshilfe, der KV ist. Ach Scheiße, ich habe einen Panzerwerfer zerlegt. Aua! Ich habe einen Panzerwerfer zerlegt im RB quer über die Karte. Den, ja. Er hat mich seitlich an der Kette getroffen und es ging durch den Panzer. Ich weiß, wo er steht, aber ich kann nicht auf ihn wirken. Ja, sehr gut, Martin. Ich habe gerade den gleichen Gedanken gehabt. Wir müssen hier weg. Da oben bei den Häusern. Ja, gesehen. Pass auf, hier rechts kommt gleich der Panzerwerfer raus. Hätte ich hinter das Haus zurückgezogen. Flak-Treffer. Ah, ich kann nicht auf. Au! Panzerwerfer direkt links auf deiner 12. Treffer versenkt. Schön. Und Vorsicht, auf deiner 1 ist auch noch einer. Der hat mir gerade eben die Hälfte meiner Besatzung rausgeschossen und mich komplett kaputt gekloppt. Aber was ist das? Weiß es nicht. Der brennt. Der? Bist du sicher, dass der das ist, der brennt? Weiß ich nicht. Nee, der Qualm ist da hinten, wo die Flak ist. Ein T-34. Ja, genauso hat's gerappelt im Karton. Das stimmt schon. Der hinterm Haus scheint kaputt zu sein. Ja.
Muss ein T-34 oder sowas sein, wenn wir hier auch noch die Arti haben. Schino, nicht da hochfahren. Da wird ein reingeschossen, da wartet nur einer. Ja, ja, ich weiß noch. Er ist noch da, Markierung auf der Karte. Links an den Häusern oben ist noch einer. Der ist da hinter diesem Hügel weggefahren gerade. Richtung Bäume. Da ist er, KV2. Und der steht mitten auf der Straße. Komm da nicht durch, komm da nicht durch, komm da nicht durch. Ich sehe überhaupt keine Gegner mehr. Ey, wieso nimmt meine Kiste hier auf einmal das Rohr nicht runter? Weißt du, ich stehe hier neben dem Haus, der Rüssel geht nach oben, ich fahre aus der Deckung raus und ganz langsam kommt das Rohr runter und der haut mich weg. Dieser ja. Bug, der geht mir so auf die Nüsse. Für dir. LOL, der Panzerwerfer kriegt mich. Ich hab grad geschossen und er kriegt mich. So lächerlich. Mann, ey. Ah, ich bin im Hangar. Alter Schwede, ey. Grad auf ihn geschossen, da wolltest du ihn umgehen und kriegst ihn. Chino, der ist wohl immer noch da, der hat den anderen auch ausgenommen. Ja, ich habe ihn einen verpasst. Oh, warum laden die ihn so langsam, ey? Kannst du ihn penetrieren? Kommst du da durch? Nee. Ich hitte den immer nur an. Ja. Fährt er weg. Hatte dasselbe Problem. Versuch den von der Seite zu packen. Vielleicht kriege ich ihn da. Ja, der guckt zu mir die ganze Zeit. Wo steht er weiter hinten? Ja, da wo du jetzt bist, direkt vor dir. Kann man die irgendwie markieren?
Das gibt's doch gar nicht. Du kommst da nicht durch. Von links nicht, von rechts nicht. Das interessiert den gar nicht. Und der wuppt alles weg. Was für ein BR denn der? Welcher? KV2. 5.0. Ja, super. Wieso fahren wir hier gegen 5.0? Der hat 4.3 oder so. Der KV2? Ja. Nee. Ich hab ein Flugzeug abgeschossen. Gleich in A. Nee, natürlich keine Gegner. Oh, ich hänge im Graben fest, ich glaub's nicht. War ein Flugzeug getroffen? Oh shit. Auf den Sack. Scheiße. Noch ein Flugzeug getroffen. Seit wann geht denn das? Wieso kann ich das auf einmal? Na gut, beim zweiten Flugzeug, der ist mir genau auf den Turm zugeflogen. Da konnte ich nicht daneben schießen. Ach, was ein Scheiß, ey, mit diesen... reparieren. Fährt ja immer noch spazieren. Ja, und unser Team ist mittlerweile dezimiert auf ein Minimum runter. Ich weiß auch gar nicht, wie ich so weit vorfahren konnte. Ich habe echt so keine Ahnung. Ach, jetzt ist auch noch unbeschädigt. Ich habe eine Bodeneinheit zerstört. Und zwar den KV-2. Wie habe ich das denn gemacht? Der ist ausgestiegen. Der hatte keinen Bock mehr. Ah, und du hast ihn gehittet. Ja. Und das ist Kanes HP. Moment mal, der ist Zuschauer bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Ja, der Dreibund, von dem hast du schon einen Kommentar gemacht. Ja. Stimmt. Ja. Na, da mache ich hier ein Video von, damit er sich freuen. Ich bin auf A, aber ich glaube irgendwie ehrlich gesagt nicht, dass das gut geht. Der ist ausgestiegen, weil er nicht mehr wirklich viel Besatzung hatte. Ich habe den, glaube ich, 5-mal oder so getroffen. Der ist ausgestiegen, weil er das Cappen verhindern will. Genau so hätte ich es auch gemacht. Der ist gar nicht mal doof, People, pass auf. Der muss da gleich spawnen und dann ballert der dich weg. Der fährt Russen, ne? Und der ist ein erfahrener Spieler. Der wird von unten kommen. Unten aus dem Bereich HI4. H1, HI4. Also quasi aus deiner 4 ungefähr. Oh, ich sollte mich mal lieber anwinkeln in die Richtung. Jetzt habe ich aber nichts noch Verstärkung bei mir. Der hat definitiv genug Punkte für einen Wiedereinstieg. Ne, der hat ja auch ordentlich Treffer kassiert. Der hat auch genug weggeschossen, mich allein 2-mal. Ich hab den 5-mal oder so.
Artillerie, ich bleib jetzt einfach stehen, oder? Ja. Der ist hier oben, der ist hier oben, der sitzt in der Flak. Nee, das ist eine deutsche Flak, das ist nicht der, das ist ein anderer Spieler. Er hat mich. Aus dem Dorf oben, T34 STZ. Sitzt da. Hat mich, von der anderen Seite, der hat mich komplett umfahren. Von wo? Von wo? Wo? Welches Dorf? Von wo? Der ist schon kaputt, Chino. Wer hat mich jetzt getroffen? Der Gains HP. Von, genau, von G1 oder so, G1, H1 kam der an. H1. Ich hab nicht genügend Punkte. Gott, ey, wo schießt denn der hin? Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Aber der wird nochmal kommen, der hat schon wieder genug Punkte. Aber mein Panzer, wo der hinschießt. Viel zu kurz hier, das mal. Hier kommt ein Flieger. Kommt in der SU 122, ne, eine SU, was ist das, 85, keine Ahnung. Ey, da mal, dieser Panzer. Völlig im Eimer, meine Kiste. Ja, aber du machst für mich den Rambock im Moment, den Prellbock. Gut. Das wird ein Video. Der hat 11 hat der abgeschossen. Er schickt ab schon 3 Bohnen. Das könnte ich mir vorstellen sogar, ja. Na ja, gut, wenn du natürlich auch nur am Abprallen bist an seinen Kisten.